Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano in der Left-Hook-Kampagne. Beim letzten Mal haben wir hier eine sehr erfolgreiche Angriffsschlacht geschlagen und haben ihm sogar mal dazu gebracht, dass er mehr Einheiten mit reinnimmt oder nicht mehr als sonst, also ja, mehr schon mehr als sonst, aber dass er mehr Einheiten mit reinnimmt, als wir es bisher gewohnt waren. So ist es, glaube ich, ganz passend formuliert. Wir haben die Hubschrauber auf desorganisiert geschossen und wir haben hier dieses Bataillon, welches voll war. Das war bei 100%. Das haben wir hier, naja, grob geschätzt, wenn man über die ganzen Kompanien hinwegschaut, auf 50% Stärke geschossen. Das Gute ist jetzt, wir können seine Hubschrauber rausnehmen. Das würde ich jetzt sogar mal machen wollen. Das machen wir mit den Highlandern. So, ich speichere mal vorher. Ich traue ihm nicht, dass er jetzt die anderen nicht mit dazu nimmt. Ich weiß nicht genau, wie das spielmechanisch funktioniert. So, Angriff. Nee. Okay, die haben kapituliert, sehr gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns hier aufstellen. Artillerie. Die Frage ist natürlich, ob er in dem Bereich noch irgendwas stehen hat. Wir führen die hier mal nach vorne, auch wenn sie nicht kämpfen können. Die Artillerie ist außerhalb allen möglichen Bereichen, deswegen geht sie auch nach vorne. Und die Artillerie geht eins nach vorne. Okay. Das ist seine Raketenartillerie vermutlich, die wir jetzt gerade, ja, die wir jetzt gerade angegriffen haben oder die mit in dem Gefecht drinne war. Er hat jetzt hier, so wie es aussieht, nur Artillerie stehen. Die stärksten Einheiten scheinen rund um Kassel zu stehen. Und da müssen wir noch warten, bis im Süden die Verstärkung da ist. Wir könnten jetzt halt versuchen, also was ich ihm zutraue, was er beim Rundenwechsel machen wird, ist mit dem drei Panzer, also gut, er kann nur mit zwei Panzerbataillonen angreifen, aber auf jeden Fall versuchen wird, hier anzugreifen. Das könnte richtig spannend werden. Jetzt müssen wir uns mal gucken, dass er uns hier nicht irgendwie flankiert, dass wir die VKKs mal hier in den Wald stellen. Die sind noch nicht so bereit, dass Stabsbataillon geht mal dahin. Die Panzer gehen mal dahin, Scouts. Und Scouts. So. Ich will da jetzt noch gar nicht in dieses Wespennest reinstoßen. Wo die Panzergrenadiere, wo stellen wir sie denn auf, dass sie irgendwie richtig gut genutzt werden können? Die können halt hier nicht hin. Und irgendwo alleine aufstellen will ich sie auch nicht. Das ist mir. Ach komm. Risiko, Risiko, Risiko. Ich glaube nicht, dass er die angreifen wird, aber wir haben alles schon gesehen hier. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Panzerbataillon oder ein Kampfbataillon. Ach, guck mal, da stehen ja sogar Prozents. Das fällt mir gerade erst auf. 67%. 51, ja. Augen auf, oh Herr, würde ich mal sagen. So, hier im Norden wollen wir ja eigentlich die Panzer hier angreifen. Nur im Moment haben wir da noch nicht die richtigen Einheiten stehen. So, da haben wir jetzt hier zweimal Panzer. Er steht da eh alleine. Und die Panzer, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Flugabwehr
Na, die geht einfach mal eins nach vorne. Und wir nehmen die Artillerie. Die Artillerie geht auch gleich noch weiter mit nach vorne, weil die kann von da aus eh nichts machen. So, wir sind übrigens in Runde 9 von 21. Die Artillerie geht noch mit nach vorne. Die Artillerie geht noch mit nach vorne. Und die geht mal dahin. So. Jetzt ist die spannende Frage, was machen wir jetzt? Nehmen wir jetzt Trendelburg und greifen ihn hier an. Die Panzer, das sind glaube ich... Ah, das sind T-80er. Hm. Mit unseren Leos. Oder nutzen wir erstmal die Gelegenheit und greifen ihn hier mit den Scouts an. Was hat er denn da? T-80. Und zwar 3 Stück, wenn ich das richtig gezählt habe. Und ansonsten halt ein Haufen Scout-Einheiten, die wir relativ einfach rauskriegen. Plus halt die Hubschrauber hier im Backup, wo ich fast davon ausgehe, dass er sie mit reinnehmen wird, wenn wir die da jetzt angreifen. Dann nehmen wir mal das Aufklärungsbataillon. Das hat keinerlei Flugabwehr. Puh! Das ist jetzt ein bisschen überraschend. Die Grenadiere haben einen Geparden und ansonsten mega beschissene Fliegerfäuste. Und hier haben wir nur diese komische 20mm Zwilling, wo wir ja auch schon festgestellt haben, dass die ziemlich bescheiden sind. Und die Jäger... Oh, die Jäger haben auch keine Flugabwehr. Was haben die hier denn überhaupt, das Flugabwehrregiment? Oh, die haben Rolands! Also da bin ich ja fast geneigt, die da zum Einsatz zu bringen. Also in der Hoffnung, dass wir... Warte mal, können wir... Ich mache mal einen Speicherstand. Ich muss mal ein bisschen rumexperimentieren hier. Kann ich die Rolands dahin? Die können nicht selbstständig angreifen, ne? Ah, shit. Was ist, wenn ich die Scouts dahin? Können die dann? Nee, auch nicht. Ach, verdammt. Sorry für die Umstände, aber wir müssen jetzt tatsächlich gucken. Der hat gar keinen Gepard mehr. Wie wir uns erfolgreich gegen diese Hubschrauber da erwehren. Ja, oder wir machen es erstmal anders. Wir greifen tatsächlich erstmal hier oben an. Dann nehmen wir die Panzer. Guck erstmal, welche Map das ist. Ah ja. Jedenfalls mal was anderes. So. Dann haben wir hier noch Leos. Und die Jäger. Ah, irgendjemand hatte mir geschrieben, ob es eine man kann das sehen, ob es eine Unterstützungseinheit ist. Ich hab's schon wieder vergessen, wo man sehen konnte. Die Jäger sind auf jeden Fall keine Unterstützungseinheit. Ach, es tut mir leid. RAF, was haben die denn hier dabei? Ihr seht schon, ich muss erst mal gucken, was wir hier wie mitnehmen. Wir greifen mal mit denen an. Die Jäger haben nämlich... Oh, die haben Kanonenjagdpanzer. Und Milans. Die Milans brauchen wir jetzt. So, und jetzt noch Artillerieunterstützung. Dann nehmen wir mal... Dann nehmen wir mal die mit. So, 13 zu 12. Huch! Nein! Ach Mann! Wollte... Ja, Jäger, Jäger, Jäger. So, taktische Schlacht. Könnte spannend werden.
So. Wir müssen. Ah ja, okay, ich sehe schon. Das Schöne ist, dass die Punkte da relativ nah beisammen sind. So, er kommt ungefähr von da mit den Scouts. Kürassiere an alle. Punktüberprüfung. Kürassiere? Lol. Brauchen Sie Flankenschutz? An dieser Koordinate absitzen. Wir gehen nicht direkt in die Punkte rein. Wir können beides. Sondern dort müssen wir hin. Wir versuchen das so ein bisschen erstmal aufzuklären. Jetzt muss ich erstmal mich orientieren hier. Ja, der rechte Punkt ist schon wichtig. Neue Befehle? An dieser Koordinate so, absitzen. Panzer. Haben wir noch einen Offiziers-Leo? Ja, okay, das ist gut. Wir versuchen mit den Leos erstmal. Hauptmann? Die Befehle sind eindeutig. Da reinzukommen und die anderen Leos führen wir mal. Panzer einsatzbereit. Hierhin. So, Artillerie müssen wir aufstellen. So, warum hat er jetzt hier zweimal? Naja, egal. Artillerie zu Diensten. Team 0. Wir gucken mal noch kurz, was er jetzt mit reingenommen hat überhaupt. Beide Bataillone, okay. Bin gerade ein bisschen. Verunsichert. So, noch den Versorger mit dazu. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Team 9. So, jetzt haben wir noch 9 Punkte. Und die Jäger. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Ja, die geht erstmal da rein. Dort müssen wir hin. Ich höre, Herr Hauptmann. Und die Milan geht mal da rein. So, dann Versorger. Sie wünschen, Hauptmann? Los, die warten schon auf uns. Motor an und dann los. Die Versorger gehen mal dahin. Stehen zu Ihrer Verfügung. Dahin. Los, die warten schon auf uns. Einsatzraum? Hier nehmen wir mal noch ein, 2 Jaguar mit dazu. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Und jetzt würde ich mal kurz gucken wollen, die Kanonenjagdpanzer, was haben die denn für eine Reichweite? Ah, die haben die alte 1900 Meter Reichweite nur. Wow, das wird spannend. Da stellen wir mal noch einen Leo mit auf, dass der da helfen kann. So, speichern. Los geht's. Oh, den Scout hat. Neue Befehle, Kommandant. Hatte ich den nicht. An dieser Koordinate absitzen. Befehle ich dahin zu fahren? Na gut. Die Karte haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Finde ich spannend. Neue Befehle? Wen sollen wir mitnehmen? Sammeln. Befehlsausgabe. Holen Sie das Fernglas raus. Ja. Ach, jetzt fahren die hier die komische Kurve. Das ist natürlich auch strange. Betankt und aufmunitioniert. So. Verstanden. Die Karte nur kurz einordnen. Gut. Hier Kürassier. Melde auftretenden Feind. Kürassier. Ich finde die. Transportkommando bereit. Ich finde das schon geil, die. Die Meldung. Hier Alpha, kampfbereit. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet.
Ich höre, Herr Hauptmann. So, da haben wir doch die Partygesellschaft. Die Munition wird knapp. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Radiocheck. Höre Sie klar und deutlich. Ausweichen. So, 7 Punkte. Keine Munition mehr. Schießen! Oculus Exercitus. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichert. Was sind Ihre Befehle? Vollgas voraus. Ladung gefällt. KI laden. Erstmal den Offizier da rausschießen. Erfassen das Ziel, Kommandant. Wir wurden getroffen. Ihm ist ausgefallen. Alter. Keine Munition mehr. Okay. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Los, die warten schon auf uns. Rückwärts Marsch und zum Feind. Okay. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. Feind im Vorfeld, bereit machen. Jawohl, Hauptmann. Die Befehle sind eindeutig. Bewegung. Das wird jetzt echt spaßig mit den... Braucht jemand Munition? Motor, mit den ganzen ATGMs, die er da hat. Jawohl, Herr Kommandant. Verstanden. Aufspüren und vernichten. So, der Offizier. Kann die Milan da mit rein? So, ich weiß gar nicht, wie viele ATGMs die T-80er so dabei haben. Jawohl, Hauptmann. Feind im Zielgebiet zerstört. Nice. Vollgas voraus! Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. Ausweichen! So, die Milan kann das schießen. Abgesessene Kampfweise. Gut, nicht viel los. Wir wurden getroffen. So, der Offizier da erstmal rein. Das ist wichtig. Hauptmann. Verstanden. Aufspüren und vernichten. So, und hier erstmal dafür sorgen, dass da. Gute Arbeit, nice. Was sind Ihre Befehle? Die Befehle sind eindeutig. Bewegung! Im Breitkeil! Angriff! Okay, der T-80 da. Jetzt haben wir schon mal das mit der Zeit ein bisschen... Scheiße, war das. Nice, okay, erstmal zurück. Und zum Feind! Radiocheck, höre Sie klar und deutlich! Oder, Kommandant, ducken dicht! Wir greifen ab! So. Sehr gut. Bald im Nahbereich. Nachschub rollt. Nani, zu mir! Der T-80 ist der... das Ziel. Volltreffer! Ziel zerstört! Wir können ihre... Okay, dann kurz Pause. Wir holen hier Versorger ran. Und wir nehmen mal den Jaguar hier rüber. Vielleicht haben wir da ein besseres Schussfeld auf die. So, der Punkt gehört uns.
Ich weiß zwar nicht, warum es jetzt immer noch plus 5 sind und vor allen Dingen 7 Minuten. Das heißt, wir müssen mit dem Offizier mal hier in Deckung der Bäume daran. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Rückwärts, Marsch! Und wir holen mal noch einen Leo hier als Verstärkung ran. Panzerjäger bereit. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Jetzt nimmt er uns den Punkt nämlich schon wieder weg. Radiocheck, höre Sie klar und deutlich. Scheiße, Vater. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? So, hier im Wald hängt Spaß. Feuerschlag unterwegs. Radeschütze und Munitionäre im Bereitschaftsbunker. Was sind Ihre Befehle? Wir wurden getroffen. Ihm ist ausgefallen. Para, langsam rückwärts machen. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Nice. So, wie sieht's hier drüben aus? Ja, die 100 mm sind ekelhaft. Und wir kriegen sie da echt nicht raus, ne? Komm schon. Jetzt. Immer noch nicht. Wow, das ist hart. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. Erschossen, keine Munition mehr. Okay, erstmal zurück hier. So, plus 1. Jetzt hat er jetzt das kurz aktualisiert, das ist wichtig. So, der ist leer. Vollgas voraus. Klar zum Gefecht. Kaila. Dass die 100 mm da nicht rausgegangen ist, ist natürlich ärgerlich. Wir holen immer mehr Scouts dazu. Wir gehen mit dem Scout mal nach vorne. Mal gucken, ob wir in das Gebäude da reinkommen. Hier Alpha, kampfbereit. Ara, langsam rückwärts machen. Kürassiere an alle. Punktüberprüfung. Bald im Vorfeld, bereit machen. Und wir holen hier mal noch einen Leo dazu und noch weitere Milans. Ich bin mal gespannt, ob der Scout da jetzt nicht den Gegenspot bekommt oder ob er da ungehindert arbeiten kann. Feuerschlag unterwegs. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Gut, dass er unsere Artillerie gerade nicht countert. Das eröffnet uns hier ein paar Möglichkeiten, so ein bisschen zu arbeiten. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Transportkommando bereit. Der ist leer. Was wir auch mal machen können, uns noch eine weitere Artillerie-Batterie dazu holen. Das Problem ist natürlich, dass die auch jedes Mal Versorger brauchen. Taktische Feuerunterstützung. Es wird Team 8. Feind im Zielgebiet zerstört. Bereit für die Feuermission. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. Feind im Vorfeld, bereit machen. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Ara, langsam rückwärts machen. Radiocheck, höre Sie klar und deutlich. So, dann. Gute nice. Arbeit, die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Feuerschlag unterwegs. Was sind Ihre Befehle? Na, wobei, fahr das mal zurück hier. Und zum Feind. Betankt und aufmunitioniert. So, der Jaguar geht mal dahin. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Der lädt sich aus.
Geht mal dahin. Den sollen wir mitnehmen. Kaderschütze und Munitionären im Bereitschaftsbunker. Wir kommen im Ziel. So. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Da unterstützen uns die Milans jetzt. Sehr gut. Ihm ist ausgefallen. Fünfte Kompanie bereit. Bravo 1, 4, Bravo. Das ist sehr, sehr gut jetzt. Hier Alpha, kampfbereit. Overkill gibt's nicht. Feuerbereit. Rückwärts. Ja, okay, da haben wir Leo jetzt verloren. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Gute Arbeit! So. Bravo 1, 4, Bravo. Feind gesichtet. Die Artillerie verleiht der hässlichen Schlupperei etwas Würde. Nice. Overkill gibt's nicht. Zu Befehl! Rückwärts Marsch und zum Feind! Aber der Scout macht da jetzt eine richtig gute Arbeit für uns und unsere Artillerie kann da auch arbeiten. Das war die letzte Granate. Es gibt nur zwei Arten von Menschen: Artilleristen und Ziele. Haben sie nicht wieder leer geschossen hier oder was? Sie wünschen, Hauptmann? Jetzt aber schnell! Halt im Vorfeld, bereit machen. Solange er uns nicht countert, ist das okay. Verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Tatsächlich ist die leer geschossen. Gott, hat immer noch so viele Tier-80er dort. Dran, drauf, drüber. Erfassen das Ziel, Kommandant. Ja, ein Haufen von diesen ATGM-Teilen da. Ihm ist ausgefallen. Aber die halten zum Glück nicht viel aus. Versorgungspunkt. Bravo 1, 4, Bravo. Aber er führt halt immer wieder nach Verstärkung ran, ne? Wir holen immer noch einen Scout mit dazu. Ist so ein bisschen so eine Abnutzungsschlacht da jetzt. Transportkommando bereit. Neue Aufträge. So, dann lassen wir die Leos wieder mal arbeiten. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Auf T80er Bravo, da. Bravo, Feind gesichtet. Kaderschütze und Munitionären im Bereitschaftsbunker. So. Scheiße, Vater. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Erschossen. Keine Munition mehr. Nachschub ist nicht alles, aber alles ist ohne Nachschub nichts. Oder, Kommandant? Oh, ich glaube, der geht jetzt raus, oder? Keine Munition mehr. Nee, leider haben wir da keinen wirklichen Erfolg. Das ist im Moment nicht unbedingt so, wie ich mir das vorstelle. Der geht jetzt höchstwahrscheinlich noch raus, der Leo, oder? Ja. Scheiße. Bravo 1, 4, Bravo. Feind gesichtet. Das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Da sind zu viele. Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Zu viele ATGMs im Spiel. Sie wünschen, Hauptmann? An alle Einheiten. Feind gesichtet. Auf geht's! Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Neun Einsatzraum. Geräuschdisziplin. Bravo 1, 4, Bravo. Feind gesichtet. Krass, da müssen wir uns jetzt irgendwie eine andere Strategie überlegen.
Hauptmann Munition? Wird ausgeführt. Ende. Feind im Zielgebiet zerstört. Was sind Ihre Befehle? Feind im Vorfeld bereit machen. Artillerie zu Diensten. Overkill gibt's nicht. So. Ja. Der Hauptmann. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Bewegt sich jetzt nach vorne. Ich habe ein bisschen Sorgen, dass er mich hier gleich im Wald überrascht. Neue Befehle? An dieser Koordinate absitzen. Ja, genau. Du kleines Arschloch. Wirkung im Ziel. Achtung, Feind im Nahbereich. Das war die letzte Granate. Geschütz, halt. Wen sollen wir mitnehmen? Oh, Scheiße. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Los, die warten schon auf uns. Versorgung kann eingeleitet werden. Scheiße, Vater! Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Oder, Kommandant? Krasser Kack! Erschossen! Keine Munition mehr! Feind im Nahbereich! Radio-Check! Höre Sie klar und deutlich! Feind vernichtet! Zu Befehl, Kommandant! Noch ein Leo verloren, oder was? Brauchen Sie uns, Kamerad! Volltreffer! Ziel zerstört! Eieieiei! Bereit machen! Feuer und Bewegung! Ja, das ist eine ziemliche Abnutzungsgeschichte jetzt gerade hier. Zumal wir jetzt irgendwie hier noch einen Versorger brauchen. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. Panzer, halten! Radio-Check, höre Sie klar und deutlich. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Scheiße, Vater! Nimm ihn raus. Und noch einen Leichensack. Geschützt wird auf da steht was im Wald. Im Wald, sag ich schon, in dem. Warten auf neue Befehle, Kommandant. In den Gebäuden. Gute Arbeit, Lichtschütze. Hier, Alpha, kampfbereit. Wollen Sie mitfahren? An dieser Koordinate absitzen. Versorgung kann eingeleitet werden. So, wir gucken mal, dass wir hier die Milan wieder fit kriegen. Was sind Ihre Befehle? Rückwärts, Marsch! Und die gehen mal dahin. Ende. Das war die letzte Granate. Braucht jemand Munition? Das war die letzte Granate. Seid ihr schon wieder leer geschossen oder was? Oh Gott. Feind gesichtet. Krass, die saugen aber auch nur so die Versorger leer hier. Versorgung kann eingeleitet werden. Wir machen uns auf den Weg. Gut, 55 Punkte. Infanterie bereit. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Eckert. Die Karte nur kurz einordnen. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Eieiei. So, wir haben noch 19 Minuten Zeit. Hallo, meine Freunde. Gute Arbeit, Richtschütze. Nimmt ihr mir jetzt den Versorger da raus? Feind im Vorfeld, bereit machen. Ja, sieht so aus. Rückwärtsmarsch. Am besten gestern. Oh, leck mich doch. Nein, du triffst ihn nicht. Wir sind doch keine First Line Units. Wird
drüber. Bravo 1, 4, Bravo. Feind gesichtet. Transportkommando bereit. Ja, jetzt schießt er halt auf den Versorger. Aber hey, die Milan hat noch Munition bekommen. Er versucht es da wieder durch die Mitte, ne? Mit Gewalt. Zu Befehl, Kommandant. Anhalten, wir warten hier. Gute Arbeit, Fixschütze. Na, er nimmt die Milan noch raus. Feind vernichtet. Und er hat einen Leo raus. Hat er jetzt einen Leo raus? Das waren gerade noch zwei Leos. Er hat einen Leo rausgenommen. Fünfte Kompanie bereit. Oh, verdammt. Stellung halten. Ist es dort wirklich sicher? Team Milan sieht auch nicht so fit aus. Dran. Okay, also das Fazit ist: Team Milan muss erstmal ein Stück zurück. Okay, der ist leer, dann. Auf geht's. Feind im Vorfeld, bereit machen. Ja, dass das kein einfacher Angriff wird, das war schon irgendwie klar. Wollen Sie mitfahren? Angriffsformation, sammeln! Aber die ganzen ATGMs, die nerven natürlich schon hart, ne? Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Wird ausgeführt. Ende! Jawohl, Herr Kommandant! Verschossen. Kein LFK mehr. Feind gesichtet. Rückwärtsmarsch. Und zwar langsam. Mhm. Gute Arbeit, Lichtschütze. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Lichtschütze, übernehme! Jawohl, Hauptmann! Ara, langsam, rückwärtsmarsch! Jawohl, Hauptmann! Dran, drauf, drüber. Rückwärtsmarsch. Shit. Jetzt fehlt natürlich dort die Milan. Verstanden. Sind unterwegs. Ende. Die hätte den da jetzt rausnehmen können. Alles, was sie brauchen. Achtung, Feind im Nahbereich. Also, was er hier auf der rechten Flanke macht, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall super strange. Kommt schon. Frischt sie ein bisschen auf. Achtung, Feind im Nahbereich. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? So, da kommt das nächste ATGM-Gerät. Feind vernichtet. Hier stehen echt jetzt welche in dem blöden. Es gibt nur zwei Arten von Menschen: Artilleristen und Ziele. In dem blöden Haus da. Melde Zug zur Stelle. Stellung halten. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Zu Befehl! Bravo 1, 4, Bravo. Der nächste T-80er, der durchbrechen will. Transportkommando bereit. Und noch einen Leichensack. Sehr gut. Ihr Alpha, kampfbereit. Feind im Zielgebiet zerstört. Motor an und dann los. Nice. Feuer bereit. So, die bringen wieder keine Punkte, die Maschinengewehre. Die Maschinengewehre. Was macht denn eigentlich der Scout hier? Kannst du mal bitte irgendwo dahin gehen, wo du auch sinnvoll eingesetzt wirst? Infanterie bereit. Erschossen! Keine Munition mehr! Rückwärts Marsch! Rückwärts!
zum Feind. Haben immer Sie noch. Koordinaten? Welt von Freunden und Feinden. Da bricht das Gebäude zusammen. So, wir müssen uns so langsam was einfallen lassen, weil, wir kommen halt hier nicht so richtig weiter. Wie sieht denn das auf der Flanke aus? Was ist denn, wenn ich den Scout mal da reinsetze? Vielleicht können wir ihm da ein bisschen ablenken. Oder vielleicht da die nötigen Kills noch machen. Wirkung im Ziel. Einsatzbereit. Ah, ja. Da steht was. Bravo 1, 4 Bravo. Feind gesichtet. Oder, Kommandant? Der nächste T-80. Ich meine, wenn er so seine T-80er verplempert, soll mir das auch recht sein. Ist es dort wirklich sicher? Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Bravo 1, hier Bravo. Hallo. Radiocheck, höre Sie klar und deutlich. Was sind Ihre Befehle? Verstanden! Aufspüren und vernichten! Achtung! Feind im Nahbereich! Erfasst das Ziel, Kommandant! Zu Befehl! Erschossen! Keine Munition mehr! Auf geht's! Radiocheck! Höre Sie klar und deutlich! So. Der nächste T-80. Oh Gott, ne Metis. Das war die letzte Granate. Scheiße, war das. Das gibt's aber auch nicht. Jetzt hat er dann auch eine Metis mit ins Spiel gebracht. Artillerie zu Dienst. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. So, die haben schon wieder keine Munition. Wie sieht's hier aus? Im Nahbereich. Auch nicht mehr. Okay. Versorgung kann eingeleitet werden. Sonst gehen halt so langsam die Versorger aus. Radeschütze und Munitionären im Bereitschaftsbunker. Weil die Artillerie halt ganz schön teuer ist. Wir sind ganz Ohr. Feuer bereit. Geschütz halt. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Wo brauchen wir uns, Kameraden? Gucken wir mal mit dem Hallo, da BMP. Was sind Ihre Befehle? Gute Arbeit, Lichtschütze. Noch ein BMP. Gewonnen, getroffen. Ihm ist ausgefallen. Bringt alles Punkt. Oh, verdammt. Ara, langsam rückwärts machen. Dran, drauf, drüber. Los, Männer, Beeilung! Alpha an alle! Punktüberprüfung! MTLB! Ultrasar! Ziel zerstört! Zu Befehl! Der Scout ist offen! Scheiße, scheiße, scheiße! Der Scout ist offen! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Oh, verdammt mich. Speer zur Stelle. Verstanden. Logistikkommando steht. Da hätten wir jetzt fast noch einen Leo verloren. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanke. Halt. Jetzt pusht er da wieder mit. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Mit Infanterie rein. Ziel zerstört!
Meine Güte. Okay, das geht, der geht raus. So, Artillerie müsste jetzt eigentlich gleich anfangen mit Schießen. Boah, AT. Was für eine ATGM-Spam, ey. Wirkung im Ziel. Neun Einsatzraum. Hier sind doch keine Firmline-Units. What the fuck, ey. Nochmal drei T-80er. Puh. Da geht noch ein Leo raus. Sie wünschen, Hauptmann? Ruhe, herhören. Gebt mir Morphium! Wir haben ein Problem. Krasser Scheiß, wo bekommt denn die ganze Kacke jetzt auf einmal her da von ihm? Ey, TGM-Spam ohne Ende. Wir haben noch 7 Minuten. Für 22 Punkte. Nachschub ist nicht alles, aber alles ist ohne Nachschub nicht. Leer. Einsatzraum. Lichtschütze! Auf erkannten Feind! Feuer frei! Feind im Vorfeld, bereit machen. Jetzt kommt da noch ein Scout-Hubschrauber. Ich glaub das ja nicht. Aber ja, in dem Stabsbataillon waren auch Hubschrauber mit drinne. Da ist noch eine. Ara, langsam rückwärts fahren. Wir wurden getroffen. Ihm ist ausgefallen. Dran, drauf, drüber. Rückwärtsmarsch. Am besten gestern. Ja, wir müssen die treffen. Das BMP da muss raus. Alter. Keine Munition mehr. Ara. Langsam, rückwärts machen! Feuer bereit! Geschütz, halt! Auf geht's! Bravo 1, hier Bravo! Feind gesichtet! Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Panzer, Marsch, Marsch! Nee. Gebetsstelle bereit! Das wollte ich nicht. Ich habe hier das Kommando! Nicht schießen! Wir geben auf! Speer zur Stelle. Geräuschdisziplin. Rückwärtsmarsch! Am besten gestern! Braucht jemand Munition? Das mit die Milan da braucht Munition. Der Offizier sollte da jetzt nicht raus. Nein, der Offizier sollte da nicht raus. Den brauche ich ja noch. Oh, jetzt kommt er da echt mit diesen Hubschraubern an. Ich fasse es ja nicht. Radio-Check. Höre Sie klar. Stopp. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Ara, langsam rückwärts machen. So. Ich glaube, die Hubschrauber bringen auch gar keine Punkte, oder? Feuer bereit. Feuerschlag unterwegs. Ultrasor, Ziel zerstört. Ara, langsam rückwärts fahren. Wie er hier am Rumspammen ist mit diesem verdammten, mit den verdammten ADGMs, ey. Rückwärtsmarsch, am besten gestern. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. So, 4 Minuten. Feind im Vorfeld,
bereit machen. Radarschützen und munitionieren im Bereitschaftsbunker. Radiocheck, höre dich klar und deutlich. 13 Punkte. Was sind Ihre Befehle? Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Ara, 7 Punkte. 6 Punkte. Jetzt der Rakete ist raus. Scheiße, Radar! Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Könnt ihr bitte auf die Metis schießen? Erschossen! Keine Munition mehr! Rückwärts Marsch! Rück zum Feind! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Und noch einen Leichensack. Achtung! Feind im Nahbereich! Zu Ihrer Verfügung, Kommandant! So, 4 Punkte. Alpha an alle. Punktüberprüfung. Kommen. Panzer einsatzbereit. Feind gesichtet. Gefechtsbereitschaft her. So, noch 4 Punkte. Kommt schon. Noch 3 Punkte. Erschossen. Keine Munition mehr. Ara, langsam rückwärts mal. Ohne Tritt, Marsch! So. Ein Punkt noch. Feuer! Danach MZ laden. Bravo 1. Ach, Gott sei Dank. Was für eine Geburt war das denn? Aber gut, war abzusehen, dass wir jetzt hier einiges verlieren. 1, 2, 3, 4, 5 Leos und 2 Milans. Naja, ein Leo weniger wäre schön gewesen. Und wir schaffen es noch nicht mal, sie auf desorganisiert zu schießen. 34% und das Stabsbataillon 71%. Naja, ich hatte mir jetzt ehrlicherweise davon erhofft, dass wir eins der beiden, also das Panzerbataillon oder das mechanisierte Bataillon da rausnehmen. Das hat leider nicht ganz funktioniert mit entsprechenden Verlusten. Beim nächsten Mal geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt, Gemornfen, Kulle, Kürtano, Carbine, Rico, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.